Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir Emma geholfen, ihr perfektes Seelenpferd zu finden. Damit machen wir heute weiter. Auf der Homepage waren ja 3 Pferde zu sehen. Das ist jetzt das dritte. Ich weiß nicht, ob Star Stable sich jetzt noch eins gedacht hat oder ob das jetzt für Emma das letzte Pferd ist, was sie probereiten kann. Das vorletzte ist sie ja nun gar nicht geritten. Ich bin gespannt. Ist es zu spät, um nach Hause zu rennen und mich umzuziehen? Ich will doch keinen schlechten ersten Eindruck machen. Komm schon, reiß dich zusammen, Emma. Dieses Top ist total niedlich, Pferde lieben es. Sei einfach du selbst. Aber was, wenn ich selbst zu sein nicht reicht? Na ja, gut, ja. Entschuldigung, ich bin hier, um ein Pferd zu kaufen. Ich habe gehört... Schau, da kommt sie. Wow, ist das... Silvermane Seraphim. Die Gerüchte sind wahr. Sie ist wieder auf dem Markt. Was würde ich nicht dafür geben, so ein Pferd zu reiten? Eifersüchtig schnauben. Du hast also Interesse daran, Silvermane Seraphim zu kaufen? Cool. Möchtest du einen Testritt mit ihr machen? Aber selbstverständlich. Dasha, du begleitest mich doch, oder? Ohne meinen Kompagnon bin ich aufgeschmissen. Okay. Begleiten wir sie wieder. Gut, das ist jetzt das zweite Pferd, was sie probereitet. Irgendwie ist es ein bisschen klein geraten. Kann das sein? Du bist genauso engelsgleich wie dein Name. Silvermane Seraphim. Der Name ist auf jeden Fall interessant. Und irgendwie bin ich ein bisschen zu schnell. Kann das sein? Wo willst du hin? Weg von dir! Nein, Scherz. Oh, sie galoppiert! Wahnsinn! Hat sie vorher eigentlich auch galoppiert? Nee, ne? Zumindest nicht so schnell. Sehen wir mal, wie du bei diesem Sprung durch die Luft fliegst. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie und wann ich es schaffe, mir mal neue Stallhilfe zu kaufen. Weil Glory Eagle sieht ja nicht so glücklich aus. Wow, wow, wow. Vor allem, was soll das eigentlich heißen? Wow, wow, wow. Verstehe ich nicht. Guck mal, die reitet das gleiche Connemara. Cool. Na, wo bleibt sie denn? Ach, da ist er. Ausgezeichnete Form, Emma. Du hast sie gut im Griff. Du bist wie dafür geschaffen, dieses Pferd zu reiten. Ja, sie ist ziemlich beeindruckend. Etwas zögerlich bei Sprüngen, aber... Betreibst du Dressur? Ich habe darüber nachgedacht, aber mich interessieren mehr die Springturniere. Mir schweben schon immer eine
Teilnahme beim Vielseitigkeitsreiten vor. Ach so. Wenn du so darüber denkst. Was? Es ist nur so, dass du nie ein besseres Pferd für das Dressurreiten als Silvermane Seraphim finden wirst. Und offensichtlich hast du auch das nötige Talent dafür. Das Vielseitigkeitsreiten kann warten. Lass so eine Chance nicht aus, Emma. Du gehörst in die Arena. Was meinst du, Dasha? Würdest du das Springreiten aufgeben? Mal so gefragt. Wenn du das so formulierst, ist die Antwort ja. Ganz eindeutig. Das ist nicht das geeignete Pferd für mich. Tut mir leid, Silvermane Seraphim. Dein Name ist fantastisch und du bist das verdammt nochmal schönste Wesen, das ich je gesehen habe. Aber ich kann dich nicht mit nach Hause nehmen. Es ist so, du bist eine Ballerina. Und ich bin eine Wrestlerin. Es würde nie funktionieren. Das bedeutet dann wohl Adieu. Naja. Das war das letzte Pferd auf der Liste. Ich hab wohl Pech. Vielleicht sollte ich meine reiterlichen Träume einfach aufgeben und mein Erspartes für Katzen ausgeben. Für den Preis eines Pferdes könnte ich ein Dutzend Katzen kaufen und hätte immer noch genug Geld übrig, um ihnen kleine Sattel zu stricken. Oh wei. Schau, da kommt Sonja. Was soll ich ihr nur sagen? Ich enttäusche sie gerade schwer. Emma? Hat dein Gesicht eine Fehlfunktion? Ich habe dich, glaube, noch nie nicht lachen sehen. Tut mir leid, Sonja. Ich habe es ehrlich versucht. Aber es gibt, glaube ich, kein Pferd für mich auf Jorvik. Ich gebe auf. Emma, du Dussel. Das ist Jorvik. Hier gibt es ein Pferd für jede Person. Nicht mich. Ich habe mir alle Pferde auf deiner Liste angesehen. Zuerst Clyde, aber der war einfach zu groß. Dann Matzke, aber sie war zu schmutzig. Und Silvermane Seraphim war unglaublich. Aber kein Springpferd. Warte mal kurz. Was war genau das Problem mit dem zweiten Pferd? Das Asantiz, sie war so schlammig. Schon war, sie hatte die liebenswertesten Augen und hat es auf das Springen angelegt. Und das nicht in nervöser Hinsicht. Sie schien echt Freude am Springen zu haben und... Ach, was bin ich für ein Dussel. Dasselbe habe ich auch gesagt. Ich war so von den süßen Babymustangs und der leichten Schlammig-Schicht abgelenkt, dass ich die Schönheit direkt vor meiner Nase gar nicht gesehen habe. Ich muss Matzgeber sagen, was ich empfinde, bevor es zu spät ist. Ich komme mit Casper und ich sind direkt hinter euch. Okay, da müssen wir uns jetzt aber beeilen wahrscheinlich, weil sie ja gesagt hat, dass noch ein zweiter Interessent wohl Matzgeber besucht. Und vielleicht probereitet und vielleicht kauft. Deswegen würde ich sagen, reiten wir nicht. Deswegen würde ich sagen, reiten wir in die falsche Richtung. Und nehmen den Transporter. Weil mit dem sind wir eindeutig schneller. Als wie wenn wir jetzt die ganze Strecke reiten. So.
Da ist unser Wälzpony. Warum Wälzpony? Weil es eigentlich nur so dreckig werden kann, wenn es sich wälzt. Eigentlich, wenn man es mal sinnvoll betrachtet. Da ist ja Maddy. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Oh nein, wir sind zu spät. Kirsti verkauft meinen Seelenverwender an den falschen Menschen. Es ist nicht zu spät, Emma. Du bist eine Kämpferin und gibst nie auf. Gehe dorthin und sag dem Pony, was du empfindest. Du hast recht. Nimmst du Junior Buttergood dieses... Ah, Buttergood. Wenn ich den Namen höre. Dieses Pony und wirst es lieben, achten und ehren. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe eine Koppel, etwas Heu. Können wir die Sache etwas beschleunigen? Die Sonne geht gleich unter und Papa wird wach sein. Wenn niemand etwas einzuwenden hat, dankt der mir von der Rettungsrange als verifizierte Pony-Ersatzmutter verliehenen Kräfte, erkläre ich euch hiermit zu... Stopp! Alles klar, die Bewegung ist gut. Emma? Es wird nicht einfach werden, Maddy. Du bist ein einfacher Fall, aber das bin ich auch nicht. Wir werden jedoch den Tag daran arbeiten. Was? Jetzt habe ich mich, glaube ich, verlesen, oder? Ich lese nochmal. Es wird nicht einfach werden, Moody. Maddy. Ist egal. Du bist kein einfacher Fall, aber das bin ich auch nicht. Wir werden jedoch jeden Tag daran arbeiten. Denn was wir haben, ist es wert. Du bringst mich dazu, eine bessere Reiterin werden zu wollen. Also, was sagst du, Maddy? Wirst du diesen verrückten Sprung ins Ungewisse mit mir wagen und mein einziges und alleiniges Pferd werden? Dieser Ton! Wir werden... Ach, nee. Wahre Liebe. Mir treibt immer das Wasser in die Augen. Verkaufst du mir jetzt das Pony oder nicht? Nein, das tut sie nicht. Du wirst noch den Tag bereuen, an dem du dich Junior Buttergood in den Weg gestellt hast, kleine Emma. Oh, Matzgeber. Ich will aufsatteln und mit dir in die entferntesten Ecken auf Jorvik reiten. Aber zuerst, Dasha, wirst du mir helfen, sie richtig gut abzubürsten? Sie ist nämlich unglaublich dreckig. Echt, da wird jedes Schwein neidisch. Jo, das machen wir doch. Gleich glänzt sie wieder wie eine Speckschwarte. Was für ein wunderschönes Mädchen. Ich erkenne sie kaum wieder. Hast du denn gar nichts gelernt, Kirsti? Die wahre Schönheit kommt von innen. Oh, so habe ich das nicht gemeint. Ich ziehe dich doch nur etwas auf. Meine Matzgeber ist hinreißend. Okay. Darf ich jetzt wieder auf mein Pferd? Wahrscheinlich nicht, gell? Wenn ich nur daran denke, dass mir beinahe das perfekte Pferd entgangen wäre, weil ich nicht über ein wenig Schlamm hinwegsehen konnte. Es ist abgemacht. Maddy ist das richtige Pony für mich. Höchste Zeit, alles unter Dach und Fach zu bringen. Also gut, Kirsti, ich habe hier mein Scheckheft. Wo sind die Unterlagen, damit wir alles offiziell machen können? Ich hasse es ja, diejenige zu sein, die einem glücklichen Ende im Weg stehen will. Aber das ist eine große Verpflichtung. Und auch, wenn es nur eine Formalität ist. Aber denkst du nicht, dass du einen Testritt mit Matzgeber unternehmen solltest, damit du sicher gehen kannst, dass eure Verbindung auch im Sattel Bestand hat?
eine Art erste Verabredung? Nun, wenn dir das recht ist, Muddy. Das wäre dann wohl ein Ja. Sie hat zwar mit dem Kopf geschüttelt, aber es wäre ein Ja. Dasha, wirst du mich begleiten? Ich würde auf der Koppel am Ende der Straße gerne einige Sprünge ausprobieren. Okay. Darf ich aufsteigen oder rennst du jetzt gleich davon? Du rennst gleich davon. Alles klar. Gut, renn doch, lauf doch. Hoffentlich ist das das richtige Pferd. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so schmutzig wie Matzgeber war, so schön fand ich diese Musterung. Also das kann es auch gerne so mal im Spiel wirklich geben als Fellfarb. Das war richtig, richtig geil auch wenn es schmutzig aussah. Aber das ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, scheißegal. Das war richtig, richtig gut. Immer wieder gern. Ach so, Rucksack kann man ja jetzt zumachen. Sie trägt mich exakt so, wie alle Mädchen von einem Pferd getragen werden wollen. Das ist schön. Habe ich zu lange gebraucht. Okay, wir machen ihr mal auf. Ups, ja. Hier kommt der Sprung. Ja, ich brauche noch etwas Übung in den Sprüngen. Das scheint eine weitere schwangere Stute zu sein, die bald ihr Fohlen zur Welt bringt. Versuche dich ihr ganz vorsichtig zu nähern. Ah, das wollte ich doch gar nicht annehmen. Ja, gut. Okay, so. Nein, das machen wir später. Oh, jetzt habe ich doch schon wieder angenommen. Na gut, dann machen wir es halt. Dann machen wir es halt. Bleibst bei der Stute und hilfst ihr ruhig zu bleiben. Ein gesundes Fohlen wurde geboren. Okay, diesmal war es sogar auf Deutsch. Bei dem Fohlen im Moorland stand ja da A Healthy Foal was born. Schön, dass das diesmal geklappt hat. Das Fohlen sieht gesund aus. Okay. Das Vertrauen von dem Fohlen werde ich jetzt allerdings nicht gewinnen, weil wir wollen ja immer noch das perfekte Seelenpferd für Emma finden. Ich will zwar nicht, dass dieser Ritt je aufhört,
Aber wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen. Reiten wir zusammen zurück, Dasha? Na, aber klar. Und wie war dein Ritt? Das ging aber schnell. Der Stoff aus dem Märchen sind Kirsti. Kein Mädchen und ihr Pferd hatten je, was Maddie und ich haben. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ich sage ja immer, ach du meine Fresse. Das hat keiner gehört. Gott sei Dank. Wir waren schon ein ziemlich gutes Paar, nicht wahr, Maddie? Schon beneidenswert, daran teilzuhaben, wie sich zwei Seelen finden. Und das entgegen aller Widrigkeit. Okay, jetzt ist es aber definitiv an der Zeit, die Papiere zu unterschreiben und Maddie mir zu meinem Stall zu nehmen. Moment mal. Schon wieder. Sonja. Was ist es denn diesmal? Beim Kauf eines Pferdes solltest du immer darauf achten, dass ein Tierarzt oder ein Hufschmied sich vorab das Tier angesehen haben. Es ist ja nicht so, dass ich Kirsti nicht traue. Aber du weißt schon. Kaviert Emtor, möge der Käufer aufpassen. Ach so. Sie hat recht, Emma. Wir sollten das alles nach Vorschrift regeln. Ich bin voll und ganz einverstanden. Kaviert Emtor ist immer ein weiser Rat. Dann im Namen des Kavalier-Imperator gehen wir es an. Dasha, ich hoffe, dir macht es nichts aus, mich noch ein letztes Mal mitzunehmen. Warte auf mich, Maddie. Sei stark, überlebe, ganz egal, wie lange es dauert oder wie weit ich reiten muss. Ich werde wieder zu dir zurückfinden. Wir werden uns gut um sie kümmern. Bring du nur deine Tierärztin und deinen Hufschmied her. Ei. Hilfe. Da wird man ja schwach. Wartet mal kurz. Ja, das habe ich mir nämlich schon beinahe gedacht. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Deswegen würde ich sagen, breche ich den Gang zu Schmied und Tierarzt kurz ab und würde sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.